Die ganze Welt blickt auf die Laborbranche, wenn es um neue Erkenntnisse rund um die Corona-Pandemie geht. Aber nicht nur zahllose Tests und die Entschlüsselung neuer Virusvarianten sind Stressfaktoren. Robotik, Vernetzung und KI krempeln bestehende Arbeitsprozesse um. Das zeigt sich auch auf der Medica 2021. Vivalytic from Bosch is a sample-to-result platform for molecular diagnostics. So it can be used in many different occasions. It can test for several different parameters. And it's always as easy as that. You take a patient sample, put it into a cartridge, scan the cartridge on the instrument. And then once you insert the cartridge into the instrument, everything else is done fully automatically. And you get your result after a short period of time. For example, for testing of the new coronavirus, your results will be available latest after 39 minutes after test start. So in the future, the combination of artificial intelligence and the Internet of Things will become more relevant in all aspects of a test life cycle, during development, but also during detection and software in the instruments, but then also to gain access to different data sources and predict outbreaks of infectious diseases earlier. Our electron pipette is very accurate and very small and light, and it is lightest in the world. Our electronic pipette can be dispensed by one push, so it is very easy and simple to handle in the dispensing work. Electronic pipette still need to change the volume and times by hand, so still manual. But we made a new generation of pipette, which installed the Bluetooth capability inside and connecting with smartphone app, and it can be set the volume and times by smartphone app, and it will transfer to our pipettes. So we are thinking that a lot of customer is moving to automated system. Also wir bei Sinium, wir beschäftigen uns mit dem Handling von kleinen Flüssigkeitsmengen, und die werden benötigt für die Herstellung von allen Arten von diagnostischen Tests, damit das kostengünstig hergestellt werden kann. Und was wir hier neu haben dieses Jahr ist, dass wir uns nicht nur mit dem Standardprozedere für Schnelltests und so beschäftigen, sondern auch Möglichkeiten zeigen, wie man aus einzelnen Zellen eine Diagnostik generieren kann mit ganz kleinen Mengen an Probenmaterial. Trends geht es auf jeden Fall, also gerade in dem Bereich irgendwie Analyse von Diagnostik und das Zusammenführen von Diagnostik in der Cloud. Und dann Analyse ist sehr, sehr unterschiedlich weltweit, wie das gehandhabt wird. Also in Europa relativ rigoros, in Amerika eher ein bisschen lax aus europäischer Sicht. Aber künstliche Intelligenz eben auch in der Interpretation von Testergebnissen, gerade von Schnelltests, das Auge selber ist kein guter Detektor, das ist immer irgendwie ein Unsicherheitsfaktor. Genauso wie später für das Erkennen von Zellen, einzelnen Zellen, wie bewegen die sich, was machen die, was haben die für Parameter, was können wir da analysieren. An dem PCR-Test ist, das ist die neueste Generation, wir nennen sie 4.0. Wir haben kein Pipettieren mehr, Enzymapplikatoren sind in einem Reagenz. Und wir schaffen es tatsächlich mit unserem neuen Biochip, den wir haben. In diesem Fall, wenn wir positiv, negativ fahren, fahren wir 14 Tests tatsächlich unter 28 Minuten mit einer 100% Präzision. Das ist der Vorteil. Dieser Biochip ist gleich für die Zukunft ausgelöst, dass wir auch, dieses Gerät wird auch im Sepsis-Bereich demnächst in den Krankenhäusern eingesetzt. Also ich erkenne Sepsis. Also wir sind ein bisschen für die Zukunft ausgelegt. Das ist überhaupt... Wir müssen ja heute, in den meisten Bereichen wird pipettiert. Im Schnellbereich haben wir ein oder zwei Tests, auch in der Pipettierung. Und hier spare ich Zeit. Und die Kunst ist der Biochip. Durch die Pandemie wird sich die Laborwelt verändern, ja. Was ich praktisch sehe, es ist wichtig, die Diagnostik gehört eigentlich aus unserer Sicht zum Arzt, damit ich direkt reagieren kann.
Die Labortechnik, weiß ich, nächstes Jahr wird sich ganz verändern, dass es neue Biochips gibt, die einen kompletten Scan in 60 Minuten machen, einschließlich eines großen Blutbilds, dass ein Arzt reagieren kann. Dass er sagt, warten Sie bitte 30 Minuten im Wartezimmer und dann kann er die Diagnostik direkt machen. Und nicht am nächsten Tag aus dem Labor. Labortechnik gehört zum Arzt, zum Patienten. Und aus unserer Sicht wird sich das ändern, gewaltig, ja. Wir digitalisieren ja gerade die Welt. Und das heißt, von den großen Labormaschinen können wir aufs Kleine übergehen. Und Laborgeräte müssen nicht mehr 30.000, 40.000 Euro kosten. Durch die Digitalisierung, durch die neuen Chips, gehen wir in Bereiche irgendwo zwischen 3.000 und 6.000. Und das gehört zum Arzt, zum Patienten.